herzlich willkommen bei Snowrunner, der Basti hier und auf der anderen Seite ist Cossi. Hey! Wir hatten in der eigentlich müsste jetzt Teil 2 kommen, aber wir haben mehrere technische Probleme gehabt mit der Aufnahme. Deshalb machen wir jetzt mit der Demontage des Boardhomes weiter. Dadurch folgt natürlich auch Teil 2 ein wenig später, muss man ja auch dazu erwähnen, ne? Ja, eigentlich gar nicht, weil der Anhänger ist ja abgeben. Ja, ist richtig, aber... Wir machen jetzt trotzdem mit so einem großen Anhänger weiter. Oder man sieht das jetzt als Teil 2. Könnt ihr euch aussuchen. Nee, Teil 2 folgt noch. Ach ja, stimmt. Ja, genau. Ich weiß ja nicht, warum du so lange quatscht. Gib mal erst. Hier sieht man übrigens die Leuchten, ne? Die Warnleuchten. Das sieht man Im jetzt Laufen auch LKW. vom. Ja, aber das sieht man, wenn du selber drinnen sitzt, sieht besser aus, als wenn ich das jetzt sehe. Weil kam Ja. ja durch das neue Update, was gekommen ist. Genau. Das Einzige, was ich euch zeigen kann, sind hier mal mit den Lichtern. Ja, haben sie ein bisschen verbessert. Und ich bin der Meinung, die haben das Cockpit auch ein bisschen hochskaliert. Sieht man am Tage natürlich besser als die Staub. Ich stehe hinter dir. Ist das mein Problem oder deins? Meins. Vielleicht kommen wir wieder bei Günther vorbei. Oder wie hieß unser Lagerarbeiter? Nee, Oder Werkstattboy? Joey. Joey. Wir Der haben immer noch nur einen, Brot und Kaffee ja, trinkt. genau, wir haben Mit noch einen Mrs. neuen. X. Günther war doch, naja. Er war ein bisschen langsam, er ist nicht hinterher gekommen, weil wir die LKWs immer so schnell kaputt machen. Und der hat Also, so viel mit Mrs. X geflirtet. genau, das ging ja gar nicht. Das war aber deine Entscheidung, nicht meine. Da bin ich raus aus dem Bus. So. Eigentlich ist das ein schneller, kurzer Auftrag. Ich bin ja mal gespannt. Cossi seine Fahrkünste. Ich fahr traumhaft. Naja, trotzdem habe ich sicherheitshalber einen Kran bei. Er hat bloß Angst. Muss man einfach mal faires halber dazu sagen. Dass ich Angst habe? Ja. Warum den LKW? Auch das. Wir müssen ja hier schon fast bei der Werkstatt sein, wa? Stopp, ich muss mal rückwärts fahren. Warte, 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 warte. Boah. Musst du noch weiter rückwärts fahren, oder? Quatsch. Oh nee, warte, das klappt so nicht. Warte. Müssen wir doch so rum versuchen. Also wäre der andere Weg doch besser gewesen, ne? Eventuell. Ach, wahrscheinlich irgendwie mal hin und her manövriert und dann läuft das hier. Oh, hinten sieht's gut aus. Ah, hinten hängst du jetzt am Lichtmast. Ich häng hier nirgendwo. Noch nicht. Oh, er kippt. Oder? Ne. Doch. Quatsch. Warte mal. Komm mal vor mich. Nee, was? Stell mal den Anhänger gerade hin. Wie also, denn? Warte mal, ich muss mal hier irgendwie jetzt vorbei. Fahr doch mal einfach hinten gegen. Dann kippt da um. Nein. Gib Stoff. Ich wollte ihn eigentlich ziehen. Warte mal, ich fahr mal. Ich warte später, okay? Okay. Wenn nicht geht, hilft immer Trick 17. Ja.
Zum Glück habe ich so einen guten Kuhfänger vorne dran. Was für Kühe willst du hier fangen? Mein. Joey, wa? Wenn er auf deiner Mrs. X rumhängt. Meiner Mrs. Expo. Flirtet, wie auch Echo. immer. Ne? Alles gut. Ah ja. Steht denn da vorne? Steht denn hier vorne? Das ist nie abgestellt, Schönes. Deinen neuesten Schatz? Nee, dein neues Schätzchen. Kannst ja mal hinterherkommen. Kannst ja den Leuten den LKW ja mal präsentieren. Den neuen Solange bist du Asa. nicht da. 4240, ne? Ja. 43,20. Aber so. Hat er sich frisch gekauft. Aber kann man leider nur eine Pritsche drauf machen. Na? Wieder mit ihr Wald. Niemals. So, Achtung, ich muss mal kurz bremsen. Ich muss Ja. ja mal den Auftrag erstmal starten. Ja, schön den Zaun kaputt gemacht, Manometer. Keine Ahnung, sehe ich nicht. Tü-düm. Alles klar, ich hab noch eine Trophäe, kriegt Essen, Schlafen, Bohren. Na Mensch. Ja, haben wir doch erfolgreich geschafft. Du hast es erfolgreich mit ein bisschen. Naja. Da jetzt sieht man es besser mit dem Licht, das erneuert haben. Na, willst du kurz einsteigen und immer zeichnen? Ich Genau, dann setze nee, mich du mal. mal kurz um. Genau, mach mal. Nee, bei dem ist doch, jetzt sieht man das genau. Dass die. Oh, es kommt da mit seinem. Also, dass die Rundumleuchten jetzt sich richtig bewegen und richtig klar sind. Also. Nicht schlecht, Herr Specht, wa? Mann. Ja, das ist, weil er bei mir immer so viel arbeiten muss. Hat er auch ein bisschen Geld. Oder ich bezahle einfach nur gut. Ja, dann würde ich sagen, kurz und knackig, Auftrag erfüllt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Dann sage ich mal, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski! Ciao. Ciao, Kakao!